Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin-Update, zu einem neuen Krypto-Update auf dem Kanal. Es ist der 31.05.2018 und wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie weit der Preis noch sinken könnte bzw. steigen könnte bis zum Ende des Jahres 2018, wo ich konkret den Bitcoin am Ende des Jahres sehe. Und ich würde sagen, wir starten damit direkt los. Davon noch ein kurzer Hinweis auf meine Telegram-Gruppe. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Es würde mich mega freuen, wenn ihr da reinschaut. Wir sind jetzt hier am Daily-Chart und ich möchte gleich vorab sagen, dass wir uns heute mit den kurzfristigen Szenarien nicht beschäftigen, da die kurzfristigen Szenarien alle noch im letzten Video sind und die Szenarien sind immer noch valide. Wir haben zwar diesen Sprung geschafft von einer Trendlinie, die von hier unten kam, aber ich gehe noch immer nicht von einem bullischen Szenario aus, bevor wir diese Levels bei 7800, 7900 brechen. Wenn ihr das genauer sehen wollt, schaut am besten ins letzte Video, da ist wirklich alles genau erklärt und ich habe auch wirklich Elliott Wave erklärt in dem Video, also Elliott Wave Analyse, ich habe Triangles erklärt, also das letzte Video ist wirklich mega hilfreich, wenn euch das interessiert, schaut gerne das letzte Video. Wir sind jetzt hier am Daily Chart und die Frage ist natürlich immer wieder, wie weit geht es heuer hoch, wie weit geht es noch nach unten? Und da fangen wir jetzt mal ganz basic an, wie immer, und wir ziehen uns natürlich wie immer die FIP-Levels, um uns einen gewissen, ja, Stand darüber zu verschaffen, wo wir denn momentan gerade stehen. Wenn wir uns hier dieses Level hier anlegen und das als Start dieser großen Hyperwelle nach oben sind, also 2017, wo wir diesen parabolischen Run gesehen haben, dann sehen wir hier ganz klar, dass wir schon einen starken Rückgang erlebt haben und dass wir das 0,786 FIP-Level bereits einmal getestet haben. Das 0,786 FIP-Level liegt bei 5700 und das ist für mich auch der erste Punkt, wo ich die Analyse heute starten möchte. Dieser Bereich ist für mich für das Jahr 2018 sozusagen der unterste Punkt, wo ich wirklich nicht hoffe, dass wir drunter brechen. Wenn wir da drunter brechen, bin ich wirklich auch über 2018 hinaus bearish, weil wenn wir wirklich uns mehr als 0,786 von dem Bullrun retracen, dann hat das nichts mehr mit einer Korrektur zu tun, dann ist es wirklich schon ein ziemliches Massaker, aber davon gehe ich jetzt nicht aus. Also 5700 sowas sollte eigentlich der unterste Bereich sein, wo wir uns 2018 einfinden werden. Vielleicht stoßen wir einmal kurz drunter durch, aber ich hoffe auf keinen Fall, dass wir stark darunter gehen. Ich habe auch mal den Goldchart zum Vergleich hier reingenommen. Wir hatten beim Gold im Jahr 2011, 2009 weg auch diesen massiven Bullrun, der schon wirklich starke Ähnlichkeiten hat zum Bitcoin Bullrun. Und wenn wir uns hier die FIP-Levels anziehen, dann sehen wir uns mal an, wo wir denn beim Gold gelandet sind. Und wir sind beim Gold, ja, ungefähr die gleiche Region wie beim Bitcoin. Wir sind beim 0,618 FIP-Level beim Gold gebounced und sind aber auch nicht mal annähernd zum 0,786 FIP-Level gekommen. Wir haben beim Gold jetzt schon eine längere Phase, wo wir jetzt nicht mehr diese Preise ansteuern. Aber ich bin sowohl beim Gold als auch beim Bitcoin mega bullish, dass wir in der Zukunft noch einen viel größeren Bullrun sehen als wir jetzt beim Bitcoin und auch beim Gold, weil es einfach darauf hindeutet, dass das System, wie wir es jetzt haben, irgendwann zusammenbrechen muss. Fiat-Geld macht keinen Sinn. Fiat-Geld ist einfach, ja, kann aus dem Nichts gedruckt werden. Und das System ist einfach darauf ausgelegt, dass es zusammenbricht. Und einfach das einzige Geld, was Sinn macht, wäre einfach Krypto, also Bitcoin oder Gold und Silber. Aber ich möchte jetzt auch in diesem Bereich nicht, ja, näher drauf eingehen, fundamental. Aber wenn ihr das Ganze mal hören wollt von mir fundamental, was ich davon denke, ich gehe davon aus, dass Bitcoin noch den massivsten Bullrun in der Geschichte der Menschheit sehen werden. Und Gold wird da auch mitziehen, weil das System wird zusammenbrechen, so wie wir es jetzt haben, wie es mit dem Fiat-Geld, mit diesem Druckerei, mit diesen ständig erhöhenden Staatsschulden vorangetrieben wird. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es über den Köpfen der Leute zusammenbricht und dann wird die Flucht erfolgen in Gold, also in alternative Assets in Gold, Silber oder hoffentlich dann auch Krypto. Natürlich, momentan ist die Akzeptanz vielleicht noch höher für Gold, aber wenn wir die nächsten Jahre mehr Akzeptanz schaffen für Krypto, wird der größte Bullrun der Geschichte im der Menschheit auch im Bitcoin erfolgen, da bin ich mir ganz sicher. Nur damit ihr jetzt ein wenig bullish eingestellt seid und nicht nur bearish für 2018. So, wir sind jetzt hier bei 0,786 gebounced und für mich, wie gesagt, der unterste Bereich, wo wir hingehen sollten. Warum auch? Es gab jetzt diese Liste, wo eben der Preis der Miningkosten des Bitcoins weltweit aufgeführt worden ist und Experten schätzen den Preis, den Average Preis der Miningkosten bei 8000 Dollar. Da habe ich auch ein sehr gutes Video gesehen von Alessio Rustani und auch anderen Leuten im Internet, die sich damit beschäftigt haben und hier eben auch Parallelen gezogen haben zu Gold. Gold hat ungefähr einen Produktionspreis von 1200 Dollar und Gold ist wirklich nie signifikant unter diese 1200 Dollar gebrochen und da kann man wirklich Parallelen zum Bitcoin ziehen, denn Gold sowie Bitcoin sind alternative Assets, wo Leute eben sozusagen hinflüchten, wenn das auf den normalen Finanzmärkten kritisch wird oder eben auch, wenn sie von der normalen Finanzwelt die Schnauze voll haben, kann man teilweise
Parallelen ziehen. Ich ziehe jetzt nicht so Parallelen wie Alessio Rostani, weil man kann Bitcoin Mining nicht mit Gold Mining vergleichen. Das ist irgendwie komplett anders nochmal und auch technisch gesehen kann man es nicht eins zu eins vergleichen, aber die Mining-Kosten sind derzeit bei knapp 8000 Dollar weltweit, also kann ich mir nicht vorstellen, dass wir signifikant drunter droppen. Beim Gold sind wir knapp 10% drunter gedroppt unter die Herstellungskosten, also gehe ich auch nicht davon aus, dass wir mit Bitcoin weit als 10-20% unter den durchschnittlichen Mining-Kosten droppen. Das wäre jetzt mal die Bodenanalyse. Also ich gehe mal davon aus, dass wir in diesem Bereich hier den Boden finden. Wie weit könnte es jetzt nach oben gehen? Die alles entscheidende Frage und die alles entscheidende spannende Frage, die jeder mal wissen will. Erwartet niemals zu viel, weil ihr könnt dann nur verlieren. Also wenn ihr immer erwartet, dass wir jetzt jedes Jahr nochmal irgendwie mehr sehen, dann werdet ihr immer enttäuscht sein, ganz einfach. Wir werden noch einen Bullrun sehen, aber wir haben jetzt letztes Jahr schon einen massiven Bullrun gesehen und wir können nicht erwarten, dass wir jedes Jahr irgendwie nochmal irgendwie 20.000 Dollar auf ein All-Time-High rauflegen, weil das wäre zu utopisch und dafür sind wir momentan noch zu weit davon entfernt, dass Bitcoin in der realen Welt richtige Akzeptanz hat. Es wird noch so weit kommen, keine Frage, also da bin ich auch noch super bullish, was die Zukunft betrifft, aber wir müssen uns auch sagen, okay, 2018 sind wir jetzt nicht so weit, dass wir wirklich rechtfertigen würden, dass wir eine Bitcoin jetzt irgendwie auf 50.000 Dollar sehen in diesem Bereich. Wir haben jetzt mal hier einen Boden geformt. Wir können davon ausgehen, wir haben hier einen Boden und hoffen jetzt auch, dass hier der Boden ist. Wenn wir jetzt uns hier diese Retracements ansehen von dieser kleinen Welle, dann sehen wir auch hier, dass wir bei 0,786 Support gefunden haben. Das heißt, wir können jetzt davon ausgehen, dass das diese zwei Subwellen sind. Welle 1, Welle 2. Was wir jetzt machen, ist eben, dass wir uns die Extensions anziehen und ich habe die Extensions ganz gut im Video erklärt, im letzten Video. Mit den Extensions kann man sich die Welle 1 ausmessen und dann eben einen Target-Bereich für die Welle 3 finden, um eben ungefähr zu erahnen, wohin denn die Welle 3 gehen könnte. Und wir targeten im Regelfall für eine Welle 3 immer den Bereich 1-to-1, vielleicht sogar, wenn wir bullish sind, 161, aber da jetzt generell das Marktsentiment ziemlich bearish ist, gehe ich eher von einer 1-to-1-Extension aus, die im Bereich 10.600 Dollar wäre. 10.600 Dollar wäre dann das Target für die Welle 3. Was heißt das jetzt konkret für uns? Wenn die Welle 3 eine 1-to-1-Extension schafft, dann schafft die Welle 5 im Regelfall eine 161.8-Extension. Das heißt, wir hätten hier eine Welle 5 bei den 13.000 Dollar ungefähr um, wo wir jetzt eben diesen Wellencycle sehen würden, wenn jetzt eben das hier der Boden gewesen wäre und wo wir uns dann 2018 in diesem Bereich hier entlang bewegen könnten. Natürlich könnten. Es gibt auch noch andere Szenarien, aber das ist jetzt das Szenario, wo wir wirklich jetzt den Boden gefunden haben und jetzt fünf neue Impulse-Wellen nach oben sehen. Das wäre mal ein Bereich, wo wir den Bitcoin heuer sehen würden, zwischen 5.700 und 13.000 Dollar. 13.000 Dollar wäre für mich ein sehr guter Preis und auch sehr realistisch und sehr angemessen bis zum Ende des Jahres. Warum sage ich, es gibt jetzt zwei Szenarien? Es gibt zwei Szenarien aus dem Grund, weil wir natürlich nie erwarten können, dass immer nur ein Szenario eintrifft und es genau unser Szenario eintreffen wird. Wir haben natürlich auch leider alternative Accounts auf Lager. Das heißt, ein alternativer Account wäre zum Beispiel, dass hier die Korrektur zu Ende wäre zwar, also wir hätten hier zwar eine Welle 1 gesehen, aber wenn ihr meine Videos seht, dann wisst ihr auch bei Elliott Wave mittlerweile Bescheid. Das heißt, wir könnten genauso gut hier wieder einen Inputs Wave Failure sehen. Das heißt, wenn das die Welle 1 gewesen wäre, da könnten wir auch sehen, wenn das Marktsentiment weiterhin bearish bleibt, dass wir einen Inputs Wave Failure sehen. Das heißt, dass die Welle 2 unter die Welle 1 retraced und wir hätten wieder eine Korrektur. Das heißt, wir wären dann schon im Bereich unter 6.700, also 6.500 sowas und wären dann schon wieder bei einer erneuten Korrektur, was ich aber auf keinen Fall hoffe und wovon ich immer noch ausgehe, dass 5.700 wirklich eine sehr starke Bastion ist. Das heißt, wenn wir 5.700 durchbrechen, dann müssen wir uns das Szenario komplett nochmal neu aufrollen, weil dann gehe ich wirklich von einer größeren bearischen Phase aus, weil dann wirklich ein Markt von 20.000 Dollar auf 5.000 Dollar runter retraced, dann ist das schon nicht mehr, wie am Anfang gesagt, korrektionswürdig, sondern hat schon wieder mehr mit einem kompletten Desaster zu tun, weil unter 0,786 retracen ist keine Korrektur mehr, sondern ist einfach ein komplettes Desaster, Blase geplatzt sozusagen. Aber davon gehe ich nicht aus. Ich gehe immer noch davon aus, dass wir uns in diesem Bereich zwischen 5.000 Dollar und 13.000 Dollar im Jahr 2018 einpendeln werden. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir auch höhere Werte sehen, aber ich gehe momentan vom Stand jetzt aus, Juni, Ende, also Ende Mai, kann ich mir schwer vorstellen, dass wir wirklich nochmal diesen heftigen parabolischen Bullrun sehen und über 20.000 Dollar pushen. Das wäre momentan irgendwie sehr unrealistisch und wir müssen immer realistisch bleiben. Muss natürlich auch sagen, auf der anderen Seite, die größten Preiszuwächse des Bitcoins sind immer in der kürzesten
Also die größten Preiszuwächse sind immer in der kürzesten Zeitdauer passiert. Das heißt, der Bitcoin hat sich innerhalb weniger Tage eines Jahres immer massiv vermehrt. Das heißt, wir hatten zum Beispiel die Situation, dass wir bis zum September, bis zum Dezember diesen Wert von knapp 10.000 hatten und dann innerhalb von ein paar Tagen auf 20.000 Dollar hoch sind, wie das letztes Jahr war. Und das ist historisch gesehen immer so passiert. Da gibt es auch von Tom Lee eine interessante Statistik. Die größten Zuwächse passierten immer in der kürzesten Zeit. Das heißt, wir könnten, keine Ahnung, bis zum Ende des Jahres hier in diesem Bereich seitwärts gehen und dann innerhalb von 15 Tagen auf 25.000 gehen. Also die Wahrscheinlichkeit ist auch da, weil es einfach in der Vergangenheit oft passiert ist. Wenn man sich auf Wahrscheinlichkeiten stützt, dann könnte natürlich diese Wahrscheinlichkeit auch eintreffen. Aber das war mein realistisches Szenario für dieses Jahr. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir ein Like da, schreibt mir in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Technical Crypto.